Hallo. Carlo, Sie haben sich entschieden, sich Ihren eigenen YouTube-Kanal zuzulegen. Was ist das für ein Gefühl? Es erfüllt mich mit Stolz, endlich meinen eigenen YouTube-Kanal zu haben. Und ich bin froh, hier zu sein. Warum machen Sie das? Das ist eine sehr gute Frage. Stimme, die dem einen oder anderen bekannt vorkommt, aber absolut keiner weiß, wer sie ist. Sehen Sie, blickt man mal durch die Fernsehlandschaft, sieht man nur Müll. Tag ein, Tag aus, um jede Uhrzeit auf jedem Sender. Egal, wo man hinschaltet, Müll, Trash und uninteressantes Zeug. Ich habe es zu meiner Aufgabe gemacht, diesen Müll noch mülliger zu machen, diesen Müll das Sahnehäubchen aufzusetzen, den Trash noch trashiger zu machen, den Müll so müllig erscheinen zu lassen, dass sich eine rostige Dose im Mülleimer wie ein glasperlenbesetzter Glaskrug im Bernsteinzimmer fühlt. Das ist meine Aufgabe und darum bin ich hier. Sie waren und sind immer noch selbst in diversen TV-Produktionen tätig. Glauben Sie nicht, dass es da Probleme geben könnte, wenn Sie jetzt auf YouTube aktiv sind? Das glaube ich nicht. Schauen Sie, warum sollten sich Lehrer und Schüler streiten? Ich denke, wenn es um Müll und Trash geht, kann das Fernsehen von mir noch einiges lernen. Viel Spaß auf meinem Kanal. Carlo, draußen gibt's Material für eine neue Trash-Folge!